Hey und willkommen zu einer weiteren Folge GTA 4. Ich befinde mich gerade in einem Geschäft. Ich glaube, das ist auch gerade eine Mission. Und eventuell werden wir danach noch eine Mission angehen. Ich weiß nicht, welche da kommen wird, aber vielleicht müssen wir irgendwas Tolles machen. Und währenddessen können wir auch vielleicht etwas Scheiße machen. Was gibt es denn hier Tolles? Gibt es hier nicht mal irgendwas richtig? Habe ich überhaupt Geld? Ja, das sieht doch cool aus. Ah, okay, nehmen wir das. Das dürfte reichen, um Michelle zu beeindrucken. Ja, ich nehme an. Ja, ich komme. Mit dem Kopf voraus. So gefällt mir das. Okay. Ich glaube, ich habe ein Date. Dann wollen wir da doch mal eben hin. Ich bin auch so gespannt, dass ich... Ich habe ja GTA 5. Alter, es geht denn ab, wie beliebt bin ich? Ich habe GTA 5 ja eigentlich nur direkt nach Release gespielt und vielleicht noch einen Monat dann oder eventuell zwei. Aber wahrscheinlich eher nur einen Monat. Oh, schon dran vorbei. Und seitdem hat sich damit sicher doch viel getan. Wenn ich das dann in der PC-Version spiele, dann ist das bestimmt cool. Mein erstes Date. Oh ja, meine schöne neue Jacke. Hey, it's Nico. It's me, Nico. I'm just finishing my hair. Come in. Oh, ich bin schon in ihrer Wohnung, das ging ja schnell. So, where are you taking me? You look good. Oh, er ist gut vorbereitet. Na, wohin gehen wir? Sieht gut aus. I thought maybe we could go to the fun fair. Ja, great. Ja, toll. Tipptopp. The fun fair. Actually, we call it carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Whoop-de-doo. So, und ich glaube, ich erschieße die jetzt einfach mal. Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Ah nee, da ist die Mission gescheitert. Ich kann da wieder hinfahren. Da habe ich auch keine Lust drauf. So, glaube ich jedenfalls, dass es so endet. Hello, my friend. Welcome to Memory Lanes. We have a little... Okay. Let's go. Das ist viel besser als ich, das mag ich nicht. Ich finde das Date scheiße. Okay. So, okay. Dann nimm das mal. Und... Sollte eigentlich schon reichen, ne? Ich gehe nochmal so jetzt auf jeden Fall. Oh, doch. Hatte ich alle, oder? Ich glaube, einer fehlte. Oh, Mann. Die ist so viel besser als ich. So, ein bisschen... Oh! Wie, ich habe das Spiel verloren. Nein! Ich habe Slack gedrückt. Alter. Ja, komm, lass uns einfach gehen. Ich hab da nichts in der Hand. Das, was da piept, ist meine Uhr. So, also ich finde aber, das hat's auch verdient nach dem Spiel, oder? Oh Mann, da habe ich es aus Versehen weggedrückt. Das tut mir weh im Herzen. Emergency. Okay, ganze Mission abgebrochen. Habe ich jetzt einfach nochmal versuchen, First State. Ja, okay, wo lande ich jetzt? Ich hoffe mal vor der Bahn. Oh Gott. Okay. Dann nehmen wir sie mit. Halt aber bitte deine Fresse. Bitte. Bitte. Nein. Sie steigt aus. Oh. Ich habe Michelle vergrault. Lol. Tut mir leid, Michelle, manchmal geht es mit mir durch. Ja! Sie hat sogar noch Blut auf WTF. Wie behindert ist das denn gemacht? Ja, also tut mir echt leid, dass ich einfach rumgeballert habe und ich dann... Ja, angeschossen habe und eigentlich ja umgebracht habe, also kann man so sagen. Wie behindert, dass es einfach geht.
Irgendwie lustig. Okay. Dann machen wir weiter. Dann würde ich mal sagen, was geht denn da hinten ab? Das sind die korrupten Burlen. Geht weg, ihr Illuminaten. Geht weg. Jetzt habe ich erst die Bullen auf mich. Okay, okay. Sehr gut. Bin ich gut. Komm, guck nicht so doof. Scheiß Opfer, ey. Richtige Opfer sind das, Alter. Die mache ich mit einer Pistole kaputt. Oh Gott. Hier, fang das. Boah. Holy moly. So, und jetzt werde ich als normaler Bürger, der nichts verbrochen hat... Oh Gott, was war das denn? Der nichts verbrochen hat, einfach hier gejagt, oder was? Es geht ab. Ist meine Festplatte voll? Das wäre ein bisschen doof. Aber es sieht danach aus. Und... oh, schade. Nein, 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 nicht aussteigen. Oh, oh Gott. Hä, wo bin ich denn gelandet? Oh. Kannst du da nicht... Nein. Okay. Muss meine Spuren unauffällig beseitigen. Cool guys, don't look at explosions. Heißt das nicht eigentlich auch die Leute, die sich dann diesen Film angucken oder von mir aus auch dieses Video hier, sind uncool, weil sie gucken ja zu den Explosionen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ein Zufall? Ich denke nicht. Alter. Hoffentlich geht das auf, wenn ich das mache. Unrealistisch. Da ist auch die Frage, die man sich stellen sollte. Macht es Sinn, das alles realistisch einzustellen? Also macht es Sinn, ja, alles zerstörbar zu machen? Denn wenn man wirklich in jedem Spiel alles zerstörbar machen würde, dann könnte man auch zu Orten hin, wo man eigentlich nicht hingehört. Aber das könnte man ja dann auch eigentlich dem Spieler überlassen. Hey, overcrowd. Nicht, ich steig da aus. Bleib da, bleib da, bleib da. Oh nein, es brennt. Brennt woanders. Er überlebt das einfach, finde ich nicht gut. Werden die das überleben? Ja, natürlich. Ey! Alter, das ist ein Angriff. Guck mal, das ist genau wie in den Medien. Da sind die Bullen auch immer so korrupt und greifen auf irgendwelche armen Leute an. Ich hab nichts getan, ich hab doch nie wem weh getan. Noch nie in meinem Leben habe ich das getan. Mann, ich will ihn einfach direkt treffen. Guck mal, da hinten ist die Kerze. Was sieht toll aus? Oh ja, okay, ich bin voll. Alter. Ihr müsst leider alle sterben. Das tut mir sehr leid. Alter, das geht ab. Boah, halten die viel aus. Okay, da gehe ich rein, da gehe ich rein, da gehe ich rein. Ein bisschen sperrig der Wagen, aber was soll's. Und fahr das Level runter, ich hatte die Sterne. Nein, ich hatte nicht... Ach, komme ich da etwa... Was? Sobald ich das hier... Ah, nee, ich habe einfach nur den falschen Sheet aktiviert. Ich dachte schon, sobald ich das Fahrzeug benutze, komme ich da nicht mehr weg. Ja, geil. Oh, da bin ich aber auch relativ weit weggeflogen. Ich wollte es einfach explodieren lassen, aber nicht unbedingt sterben. Gib mir einen Hotdog. Kannst du mir eins geben? Ich hab Geld. Ja, dann rennen. Weißt du, wenn wir nur einmal einen Hotdog haben? So unfair. Oh, da liegt Geld. Geil. Ha. Da lohnt es sich ja schon fast, Menschen zu töten. Ach ja. Na, warte mal, kann ich die Tür zuschießen? Müsste eigentlich gehen. Erstmal den Helm aufziehen, denn Sicherheit geht vor. Ach so krass, wie die Leute dann einfach Waffen haben. Ich verstehe auch echt nicht, wie man per Gesetz Waffen zulassen kann. Das ist so dumm. So vollkommen retarded.
Oh ja, nein! Ach schade, wäre dieser Mensch nicht gewesen, dann hätte ich richtig schön fliegen können. Aber nee. Okay, wir probieren das jetzt. Ich werde jetzt wegrennen. Ich werde jetzt wegrennen, wegfahren und probieren, richtig schön in den Bullenwagen rein zu crashen. Mit Full Life aber am besten. Oh Gott sei Dank. Das ist echt immer sehr knapp. Mann! Ich will Leute umfahren und werde dann direkt in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich nichts getan habe. Oh, ich wollte schon sagen, ich treffe nicht, Alter. Wo ist mein Aimbot? War aber kein Problem für mich. Wirklich. Da muss ich die Leute halt runterschießen. Oh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, geh einfach zu einer neuen Straße. Oh, eine Nutte. Hey. Willst du mitkommen, dann nicht? So. Ach ja. Was eine kranke Welt. Ah, da will ich nicht unbedingt rein crashen. Nein! Huh! Das war knapp. Hä? Hat der mich runtergeballert? Warum bin ich jetzt gerade da? Ich verstehe nicht. Nein! Nein! Lass mich. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Gott, hilf mir doch. Hilf mir doch. So, jetzt komm mir bitte entgegen. Jetzt habe ich auch schon gewissen Speed. Ich glaube, das wird nichts. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Ja. Ich sehe. Ja, ja, ja. Oh, nein. Hauptsache unspektakulär, das ist mein Motto. Ja, einfach umkippen. Und weiterfahren. Alles kein Problem. Ich habe nichts getan. Das sah zwar vielleicht so aus. Und ihr glaubt es vielleicht auch, aber eigentlich ist es alles nur ein Traum. Es ist alles nur ein Traum. Deswegen wache ich jetzt auf! Der Typ mit der Brille. Ah, oh, das sah cool aus. Direkt mal weiterfahren. Ist ja üblich. In der Stadt. Ja gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, war's das mit der Part? Freut euch auf 16.30 Uhr und auf 18.30 Uhr und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ah, tschüss!